Hello Twade hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute mal wieder gemoddet. Und für die Hardcore-Bloons-Fans unter euch, gestern habe ich übrigens ein Video hochgeladen. Da habe ich eine Schimpansentaktik für Ouch vorgestellt mit dem Piratenfürsten. Das Video ist ein bisschen untergegangen, weil YouTube hat das erst nicht richtig verarbeitet. Das hat irgendwie 2,5 Stunden gedauert. Und dann hat YouTube das Video nicht richtig verteilt. Also das Video hat vielleicht der ein oder andere verpasst, aber wenn ihr wissen wollt, wie ihr Ouch in der aktuellen Meta hinkriegen könnt, dann könnt ihr euch das mal angucken. Aber gut, heute stellen wir wieder die 555-Mod vor, weil mit dieser Mod kann ich einen 555-Affen beschwören. Das heißt zum Beispiel, habe ich schon gesagt, mit einem Reißnagelwerfer. Ich beschwöre einen Reißnagelwerfer und der ist ja nicht nur Reißnagelzone, der hat auch zeitgleich den Effekt Super Inferno und Inferno Ring. Und das ist relativ krass. Und da sich das halt vermehrt gewünscht wurde, machen wir es heute mit den Eisaffen. Also wir machen einen 5-5-5 Eisaffen. Gerade Superbröckel finde ich interessant, weil mit Superbröckel macht er extra Schaden gegen Moabs. Hört sich gut an. Und absolute Null. Die Fähigkeit verstärkt Eisangriffe, also er kann sich selber boosten. Also theoretisch, wenn man alles zusammen betrachtet, sollte er sehr, sehr Elite sein. Beim letzten Mal haben wir es mit einem Sniper gemacht und Spoiler, der Sniper hat das bis Runde 199 geschafft. Wie weit ist aber natürlich der Eiswaffe an sich, schafft das nicht ganz so weit, weil sobald das erste Mal weiße Ballons auftauchen, kann der die halt nicht killen. Also wir müssen da am Anfang ein bisschen mithelfen und einfach, damit er noch ein bisschen stärker ist, machen wir vielleicht Primärexpertise dazu, weil ich muss ja eh Affen-Nachrichtendienst machen, damit das angreifen kann. Also ja, das war der Vorschlag, der sich am meisten gewünscht wurde. Falls du einen neuen Vorschlag hast, kannst du ihn auch mal sehr gerne jetzt in die Kommentare schreiben. Ich bringe so 2 gemoddete Videos in der Woche. Und wenn du neu bist, kannst du übrigens auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Mein Ziel sind die 300.000 Abonnenten dieses Jahr. Das wird super, super knapp. Wenn ihr jetzt übrigens abonniert, können wir es diesen Monat noch schaffen, den nächsten 1000er-Schritt zu schaffen. Das heißt, wenn du abonnierst, kann es sein, dass der Abozähler einen 1000er-Schritt hochgeht. Ich sehe nur noch einen 1000er-Schritten. Normalerweise, der Sniper hat es im Schimpansen-Modus gemacht. Schimpansenmodus bis Runde 200. Ich glaube, damit das ein bisschen einheitlicher und leichter ist, ich mach's mal auf schwer. Wie immer habe ich auch die Mod runtergeladen, mit der ich einfach den Speed erhöhen kann. Finde ich relativ gut und sinnvoll. Aber wie ihr seht, der ist am Anfang halt ein bisschen scheiße. Für den Anfang muss ich noch ein bisschen mehr raushauen. Ja, Early Game ist der Eiswaffe erstmal sinnlos, aber so nach Runde 40 sollte er dann auch ein bisschen besser werden, dass wir den schon mal ein bisschen skillen können. So. Und das Coole ist jetzt, guck mal, ich kann hier skillen. Und ich kann jetzt noch hier oben skillen. Ist halt sau, sau nice. Geht sonst nicht. Deswegen sehr stabil. Habe ich noch was? Geldmäßiges? Nope. Gut. Das können wir übrigens auch hier mitmachen. Mit der Plantage. Okay, jetzt sollten wir safe sein gegen die voll scheiße. So, jetzt kann ich den hier in der Mitte noch skillen. Okay. Jetzt noch hier oben. Jetzt haben wir halt einfach einen Supermarktplatz gemacht. Also eine 5-5-5 Plantage fände ich auch interessant. Das könnte man ja eigentlich im Boss-Modus ganz gut mal ausprobieren. Mehr Schaden gegen Warp. Okay. Und jetzt können wir langsam auch aufs Affendorf gehen. So. Zack. So, jetzt kann der jeden Typ angreifen. Ab jetzt ist das schon mal eine bessere Geschichte. Wir machen nur mal so, dass es ein bisschen besser ist. Muss aber trotzdem noch ein bisschen plantagenmäßig machen. Deswegen, da müsst ihr einfach durchhalten. So, das Early Game ist jetzt vielleicht nicht das Spannendste. Deswegen speed ich da auch durch in 2-milliardenfacher Geschwindigkeit. Jetzt hier so, Stufe 4, Stufe 3. Und der arktische Wind wird übrigens richtig, richtig krass. Der wird eine richtig geisteskranke Reichweite am Ende. Dann guck ich euch mal jetzt schon die Reichweite an. Was ist das für eine monströse Reichweite? Die wird halt gleich nochmal besser. Und ich glaube, ich mache auch einen Alchemisten, weil damit kannst du auch die Reichweite nochmal boosten. Ich will dir einfach ein bisschen mitgeben. Problem, der Eisaffe kann den noch nicht angreifen. Der kann Moabs nicht angreifen, selbst wenn du Affen-Nachrichtendienst hast. Aus unerklärlichen Gründen, meiner Meinung nach. Ich habe mir hier eine 4-2-4 Plantage gemacht. Ich hoffe, die sprintet jetzt ein bisschen, was das Geld angeht. Okay, komm, komm, komm. Eisaffenfall. So. Eisaffenfall haben wir raus. Jetzt machen wir die restlichen Verbesserungen. Und jetzt kann Quincy auch, glaube ich, weg. So. Quincy kann weg. Wir machen jetzt hier noch Primärexpertise. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie weiterkommt. Mein Hottech ist es, ich glaube, er kommt nicht bis Runde 199. Ich glaube, der geht vorher kaputt, weil irgendwie hat der für mich, also auf dem Papier, müssten die Fähigkeiten extrem gut Hand in Hand gehen. Das müsste alles verlangsamen, müsste richtig gut sein, aber was macht der denn gegen Runde 100? Wenn ein Bett kommt, klar, mit Superbröckeln hier oben, erhöht er den Schaden gegen Bets. Okay, macht er. Aber reicht das? Ich würde nämlich sagen, das reicht nicht. Ich würde sagen, das ist überraschend schwach. Absolut null. Seine Reichweite ist jetzt einfach original die komplette Map. Hier rechts unten hittet er nicht. Noch nicht. Wir machen jetzt mal so. So, dann gehen wir jetzt hier oben noch auf Superbröckeln. Und ja gut, es wird alles langsam gemacht. Das ist ein großer Plus so. Wenn was spawnt, wird's slow gemacht.
Aber was ist denn mit den Schaden? Superbrückeln, so. Ja, ich glaube, wenn wir so in die Runden... Ich glaube schon Runde 119. In Runde 119 kommen drei Bets. Ich glaube, diese Runde macht ihnen schon Probleme. Und dann spätestens, wenn es in die 140er Runden geht, dann wird der Eiserf halt ganz, ganz große Probleme kriegen. Ich würde gerne Affen finden, der das hinkriegt, Runde 200 kaputt zu machen. Es gibt natürlich noch ein paar sichere Nummern, die man machen kann. Klar, logisch, so Superaffen, die kriegen das wahrscheinlich hin. Fallschuhschützen, die kriegen das wahrscheinlich hin. Aber ich finde es ein bisschen interessant, das mit Affen zu machen, wo das nicht eine komplett sichere Nummer ist. Okay, wie sieht's aus? Der Kälte Boost. Ah, seht ihr? Gepanzerte Zombs aus Runde 87 machen denen schon ein paar Probleme. Es ist übrigens auch erlaubt, Heimatverteidigung zu machen, weil der Sniper hatte auch am Ende Heimatverteidigung und ein paar Boosts. Das ist dann, denke ich, schon in Ordnung, wenn wir denen ein bisschen was geben. Aber die Performance, okay, es ist ähnlich wie mit den Sniper. Alles kleiner als Bett geht gut kaputt. Der Sniper hat auch alles kaputt gekriegt, was kein Bett. Aber hier der Bett. Das ist keine gute Performance. Und die Bets werden mit der Zeit ja nur stärker. Also kommt nicht von ungefähr, von irgendwo, wenn ich sage, dass ich glaube, dass Runde 119 den kaputt machen würde. Und das könnte dann ein sehr kurzes Abenteuer werden. Und deswegen, ich gehe mal kurz noch auf Ultra Boost. Ich will, dass er noch eine bessere Chance hat. Deswegen machen wir das so. Aber ja, die Performance gegen Runde 100, überraschend schlecht. Also hätte ich auch gedacht, dass der da ein bisschen stärker ist. Man muss aber auch mal überlegen, was ist das Angenehmste für die Augen? Weil da gibt es ja ein paar Varianten, die vielleicht stark sind, aber die vielleicht für die Augen furchtbar sind. Und zwar Mörseraffe, wenn alle drei auf einmal schießen. Vielleicht ein bisschen viel. Hier der Flieger, wenn fliegende Festung plus Himmelschredder am Start sind. Vielleicht ein bisschen viel. Hier der Bombenwerfer, wenn alles am Feuern ist. Vielleicht auch da ein bisschen viel. Ja, der Schaden ist halt... Auch jetzt, wo er den Turbo-Speed hat, er hat ja wirklich viele Boosts. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Also, wenn du halt 300 Schüsse brauchst, um einen gepanzerten BFW kaputt zu machen, dann ist das nicht ideal. Wenn die Boosts rausgehauen werden, dann geht's. Ich meine, im Herzen, allein für die Reichweite ist natürlich cool. Einen Eisaffen zu haben, der so eine geisteskranke Reichweite hat, das fetzt natürlich. Das ist nice, aber Runde 119 ist gleich vielleicht schon sein Grab. Was übrigens auch bitter ist an dieser Kombination. Der Schaden ist halt recht low, aber durch das ganze Verlangsamen kriegt er halt das meiste hin. Das heißt, jede Runde dauert einfach halt jetzt schon 2 Minuten. Runde 119. Ich muss draus tappen, weil ich hab's zur Hälfte verpasst. Oh nein, nein, nein. Hab ich's wieder gekillt? Nein. Nein, 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 nein. Nein, hab ich mit draus tappen gekillt? Das hatte ich beim letzten Mal schon. Wenn du Mods hast, niemals raustippen. Das killt einfach die gesamte Welt anscheinend. Ich habe jetzt halt original 3 Minuten gewartet. Krass eigentlich, ne? Allein die Kombination unten und Mitte ist so eine geisteskranke Reichweite, die da rumkommt. Ich wäre überrascht. Wenn er es hinkriegt, ich wäre brutal überrascht. Er hat halt eine riesige Reichweite, das ist vielleicht ein Vorteil. Der kann immer noch. Alle drei sind gedamaged. Immer noch. Okay, eine down. Der zweite... zweite down. Okay, der dritte auch down. Ganz knapp nicht, aber... Ich hatte hier in der Runde noch ein U-Boot. Mit dem sich Fähigkeiten schneller aufladen. Und wenn sich die Fähigkeiten ein bisschen schneller aufladen... Ich glaube, dann geht das. Ich glaube, der kann das schaffen, die Runde kaputt zu kriegen. Fähigkeit noch immer spammen. Wirklich, da hat ja nicht viel gefehlt für den letzten Bett. Ich meine, wird der Runde 200 schaffen? Im Leben nicht. Aber der wird weiterkommen als Runde 119. Ja, der erste geht jetzt nämlich hier oben down. Schnellere Fähigkeiteneinsatz, ganz big. Ganz, ganz groß. Ja, komm. Geht auch down, geht auch down. Okay, zweiter down. Immer so und so. Dritte down. Dritte down. Ey, er hätte es geschafft. Okay, dann gehen wir mal in den Ausführungsbowser und gucken uns dann an, wie weit er jetzt wirklich kommt. Jetzt wäre halt Petfasti cool. Aber nicht der Petfasti, den wir haben, sondern der Petfasti aus Bloons Tower Defense Battle 2. Weil der Petfasti aus Battle 2, dem Multiplayer von Bloons, der kann Eisöffen boosten.
Also damit könnten wir den noch stärker machen, aber so geht's nicht und wir müssen dann warten in den 40er Runden. Da kommt, meine ich, noch ein Bett. Runde 140. Bloons hat übrigens mein Gehirn kaputt gemacht. Und zwar habe ich auf meinen Zweitkanal einen Shorts-Teaser hochgeladen für Rocket League. Das ist jetzt erstmal nicht wirklich wichtig, aber in diesem Teaser geht es um einen Eisdrachen und um einen Feuerdrachen. Und ich musste den Satz, wie wir hier sehen, gibt es einen Feuerdrachen und einen Eisdrachen, irgendwie fünfmal sagen, weil ich immer Eisaffe gesagt habe. Also ich habe gesagt, guck mal hier, da ist ein Feuerdrache und ein Eisaffe. Weil Drache, Affe liegt so nah beieinander und mein Gehirn hat das irgendwie nicht connecten können, dass ich nicht Affe sagen muss. Und deswegen, ich habe mir mit Bloons anscheinend Brain Damage gegeben. Oh, das ist der gepanzerte. Fähigkeiten. Also wenn er den down kriegt, dann sitze ich hier 5 Jahre. Das ist jetzt wirklich der Test. Aber, okay, es kommen 2. Ja gut, dann gute Nacht, gute Nacht. Das schafft er nicht. Oder? Der ist gedamaged. Vielleicht. Also Real Talk. Vielleicht kann der es schaffen. Oh, kann er es laden? Okay, nein, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Mit Mods kannst du nicht kaputt gehen im Sandbox-Modus. Das killt das Spiel, kann das nicht berechnen. Die Augen animieren sich ja. Ich dachte, das wäre immer ein Bild. Der nächste Vorschlag ist zwar gut, aber ich will es mit den Fallschirmschützen machen. Ich will es einfach schaffen. Beim nächsten Mal machen wir es mit den Fallschirmschützen. Ich will einmal Runde 200 zerstören. Mit einem einzigen Affen. Und der Fallschirmschütze sollte das hinkriegen. So viele Schadensboni, die sich da stapeln. Aber gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vorschlag von euch, bitte in die Kommentare. Spiel jetzt dreimal gequetscht während dieser Aufnahme. Fantastisch. Bis dahin, Leute. Und ciao.